Hallo, hier ist wieder Xen Squad, wir sind im Battle Network 2. Wir befinden uns wieder im Undernet und... Naja, da wir bei diesem letzten Block, den wir am Ende der letzten Folge aufgelöst haben, die S-Lizenz brauchten und nicht mehr den Code von Gospel, ist davon auszugehen, dass sich hinter diesem Übergang nun der... Naja, wie soll man sagen, der finale optionale Teil des Spiels befindet, was auch immer sich dann hier befinden möge. Auf jeden Fall erstmal Viren. Oh Gott. Freundlich in jedem Fall. Au. Ja, na, da haben wir schon mal den Gegner mit der Holzaura. Das ist schon mal nicht schlecht, vor allem... Also wenn die Kombination an Gegnern öfter vorkommen sollte, dann tue ich mich auf jeden Fall in diesem Spiel wesentlich... Scheiben... Ach, verdammt, der hat ja ein Schild! Ja... Ewig lang habe ich ihn gesucht. Da ist er. Ja, toll. Wie ich gerade aber auch aus Prinzip nicht Taubman bekommen darf, ne? Nein. Ja, Freezeman. Das war... Wow, das war ein S-Rang-Kampf. Aha. Ja, Freezeman. Freezeman ist kein... Rains Icicles on Enemies. Können wir mal ausprobieren? Ja, aber Freezemans Battleships zu bekommen, das wird nicht schwierig. Das wird wirklich nicht schwierig. Da brauche ich nur eine gute Auswahl an Battleships zu bekommen, aber... This Cube cannot... eine SS-Lizenz. Entschuldigung, Doppel-S-Lizenz. Wieder Doppel-S. Ja, hab gerade beim Vorlesen irgendwie nicht ganz nachgedacht. Also es gibt noch eine bessere Lizenz, oder wie? Grass Stage? Sehr schön, noch ein neuer Battleship. Will man mir jetzt... Dreifach S. Ja, okay. Dann halt nicht. Aber... Eine Sache werde ich jetzt auf jeden Fall noch erledigen. Oh Gott, geht die Sache mit den Aufgaben noch weiter. Wenn dem so sein sollte... Oh meine Fresse. Es tut mir so leid. Hätte ich die Sache mit der Lizenz nur früher gemacht. Naja, Hauptsache der Gegner ist weg. So, bitteschön. Aber nee. Also grundsätzlich sehe ich kein Problem dabei, mir Freezemans Battleships zu holen. Das Schöne dabei ist aber, mit Freezemans Battleship kann ich dann... Heatman besser besiegen. Mit Heatman kann ich dann, je nachdem wie seine Attacke funktioniert, die habe ich auch immer noch nicht ausgetestet, schlau wie ich bin. Wenn sie gut sein sollte und nicht auf den Boden angewiesen ist, auf... vorhandenen Boden, dann könnte ich damit auch Snakeman schneller besiegen. Ein schöner Kreislauf, über den ich glaube ich schon mal gesprochen habe, aber naja. Ja gut, das hätte ich klüger machen können.
Okay, gut, starker Angriff. Irgendwie war ich mir gerade nicht so ganz dessen bewusst, auf welcher Ebene ich mich befinde. Okay, also wir müssen noch höhere Lizenzen anstreben. Jo. Das wird garantiert nicht nervtötend. Jetzt nur die Frage, kann ich die Prüfung direkt ablegen? Oder muss ich da erstmal wieder einen Haufen Aufgaben vorher erledigen? Je nachdem, haben wir halt einfach nur ein paar sehr anstrengende Kämpfe vor uns. Oder halt wieder eine Menge nervtötende Aufgaben. Ich meine, so grundsätzlich gegen die Aufgaben spricht ja nichts, aber... Naja, so langsam, finde ich, haben wir auch alles gemacht, was man bei solchen Aufgaben abfragen könnte. So, hier wollte ich hin. Jetzt gehen wir nämlich endlich mal in diesen Teleporter rein. Wahrscheinlich kommen wir dann eh einfach nur wieder direkt bei uns dort raus und brauchen halt den Unlocker, um weitergehen zu können. Es würde mich nicht wundern. Oh. Einmal du und einmal du. Wow. Sollte dieses Ding nicht irgendwas Besonderes können? Ich glaube, den können wir wieder raustun. Shoots all over after it hits. Also ich habe nichts gesehen. Ich habe das Ding mal hingelegt. Ich habe es auf den Gegner geworfen. Nichts hat's gebracht. Diese Auren sehen besonders aus. Cuts while A-Button is held. Muss ich auch mal ausprobieren. So, was haben wir denn hier? Ein Teleporter, der genauso aussieht wie der in... Hey Junge, ich sag das nicht, um gemein zu sein. Du solltest gehen. Du gehst auf den tiefsten Teil des Netzes zu. Es ist ziemlich gruselig. Du kannst dort nicht mal die Verbindung trennen. Nur ein Narr würde sich dorthin wagen, wo selbst die Teufel... wo sich die Teufel nicht hinbegeben. Okay. Man kann... Danke für die... Oh, jetzt sind wir hier. Das ist nicht gut. Diese Arena ist so abgeschottet, dass ich die Verbindung nicht trennen kann. Jetzt sind wir in dem Bereich, in dem sich... Fortbefahrend. Oh mein Gott. Wir haben ein Problem. Das sind verdammte Lebensvirengegner. Aua. Freezeman, was machst du denn? Okay, der wirkt ziemlich nützlich bei so vielen Angriffen. Okay, dreifaches. Protecto? Und warum ist hier eine Bossmusik?
Ich habe keine Ahnung, was ich gegen diese Gegner machen kann. Hä? Ich bin wieder reingelaufen, ich Depp. Willst mir aber nicht sagen, dass ich die nur mit... Die Dinge regenerieren sich die ganze Zeit wieder. Ich sehe prinzipiell nur eine Möglichkeit, wie ich aus dieser Lage rauskomme. Ja, es gibt eine Möglichkeit, wie ich aus dieser Situation rauskomme, aber... Es gibt eine Möglichkeit, wie man die besiegen kann. Aber das ist komplett glücksabhängig. Na komm. Ja gut, der wird nicht genügend Schaden machen. Klunk, 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 klunk. Ach so, der macht das zufallsbasiert. Hm. Na komm. Ja. Das ist dazu in der Lage, diese Gegner zu besiegen. Das Life Sword. Da. Was für ein ausgemachter Blödsinn. Okay, da darf ich durch. Ah, hier sind wir. Army Data? Was? Immer wieder falsch. Wo haben wir sie denn? Army Data. Strive for Promotion Soldier. Is inscribed on it. Okay. Damit wird das Rätsel gelöst. Schauen wir mal zu dem Kerl da oben, wenn wir dürfen. Hallo? Ah. Hehe. Ich verstehe schon. Oh, die Mine. Auch so ein Battleship, der... Godstone? Das sieht irgendwie wie Stonemans Attacke aus. Ich weiß auch nicht. Oder kenne ich das Gesicht sonst woher? Hm. Auf jeden Fall her damit. Trident, Tornado, Mine. Bubble Wrap. Wahrscheinlich alles Battleships. Also teilweise sind es Battleships aus Mega Man Battle Network 1. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man diese Battleships anders gar nicht bekommen kann. Summons a Godstone. Okay. Ja, der Schaden ist schon mal gut. 3 Volleys of Spears. Jo, das sind alles
Ja, wobei, Moment. Ne, das sind dunkle Varianten der Battleships. Die Mine. Hey, her damit. Ne, die Mine ist auch so ein nettes Spielzeug aus dem ersten Mega Man Battle Network. Damit habe ich mich gerne zur Wehr gesetzt. Man sieht ja warum. Der Schaden ist einfach großartig. Aua. Ja gut, gegen die Gegner anständig anzukommen wird schwierig. Dankeschön, Spiel. Jetzt haben wir das auch mal in der Aufnahme gesehen. Gut. Hä? Achso, ja. Ja, ich habe momentan halt 666 Battleships. Okay. So, da kamen wir. Warte, Moment. Ist da vielleicht noch ein Gegner hinten in der Ecke? Wieder ihr beiden. Ah, geht doch. Ach, nicht für ein Battleship gereicht. Aber das sind die kleinen Gegner, die der finale Boss aus Mega Man Battle Network 1 beschwören konnte. Nett. So, das war die Seite. Selbes Spiel nochmal. Warum haben wir nur Rang 7? Wie soll ich die denn schneller kaputt kriegen? Wenn die beide mit einer Lebensaura herumlaufen? Au. Möge man mir erklären, wie ich dem Schaden entgehen soll? Weg mit dir. Nur fraglich, wie groß diese World 3 Area ist. Das World 3 Gebiet. Okay, da dürfen wir auch durch. Naja, wir werden halt jetzt dieses Gebiet so weit erforschen, wie wir können. Du, der du falsch bist, komm hervor. Du, der du stark bist, komm hervor. Die Tür öffnet sich! Wer bist du, meine Schlummer zu stören? Wer ist da? Oh, hallo Pharao-Man. Lange nicht gesehen. Ich bin Pharao-Man. Beschütze dieses Landes. Du bist eingetreten und hast diesen geheiligten Platz entehrt. Entweiht. Und du wirst bezahlen. Mit deinem Leben. Mega, bist du bereit? Kampfroutine gesetzt. Ausführen. Na hallo, Pharao-Man. Ja, ja. Mensch, mal wieder ein Gegner, der in der hintersten Reihe bleibt und nichts macht. Ach, Spiel.
Er ist zwar stärker als einst. Nett bist du. Was auch immer du nun machst. Das wehtun? Verdammt! Ja, mit Pharaoman hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ach ja, stimmt eigentlich. Ich habe Freezeman das erste Mal getroffen und gleich sein Battleship bekommen. Ich bin Pharaoman, Beschützer dieses Landes. Selbst wenn ich sterben sollte, wird mein Geist an meiner Stelle weiter dienen. Wow, der war stark. Ich hoffe, weiter vorne warten nicht noch mehr von ihm. Wie ihr. Was ist das überhaupt für ein Ort? Das ist, allgemein gesprochen, Feindesland. Ui, sagt mal, geht's noch? Geht's euch noch gut? Seid ihr noch sauber? Na komm! Pum! Bam! Ja, zumindest mal das. Alles altbekannt hier. Ich glaube, ich sollte meine Mini-Energien mal so langsam nutzen. Gott, wie sich diese ganzen Battleships erstmal wieder haben. Energie, ja. Bevor hier noch was schief läuft. So, ein paar davon. Nicht alle. Wie Doppel-S. Wir kriegen schon so langsam unsere Battleships zusammen, aber... Oh, Scheibenkleister. Hoffentlich wird euch das wehtun. Klonk und... Ja. Hoffentlich wird euch das wehtun, wie gesagt. Schöne Gegend hier.
Schöne Gegend. Richtig nette Leute. Ja, ganz offensichtlich werde ich mich in der Zeit bis zum letzten Anhang nicht nur mit NetNavis beschäftigen, sondern unter anderem auch mit dem ganzen, mit den ganzen Gegnern hier. Das reicht ja nicht mal, das macht die ja nur wütend. Raptor 3. Ich meine, in der Vergangenheit auch ein recht nützlicher Battleship. Wenn sich Mega Man nicht bewegen will, kann ich auch nichts machen. Nein, 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 komm, geh drauf! Geh doch drauf! Wow! Habe ich gerade vergessen, meinen Battleship zu verstärken, oder wo lag das Problem? Mal sehen, ob ich sie vielleicht damit erwischen kann. Ja, selbes Problem wie vorher. Ja, wobei, nee, nicht mal dasselbe, es ist schlimmer. Denn hier reicht nicht mal. Hier habe ich nicht mal die nötige Reichweite. Ja, okay, das ist dann quasi immer die falsche Richtung. Ja, an den Protektor komme ich nicht vorbei ohne weiteres. Brauche ich irgendwas Besonderes. Life Sword 2 oder so. Yay. Rätselgegner. Nett. Aber das Spiel schickt einen schon erstaunlich häufig in den Tod, muss man sagen. Energy. Will mir das Spiel irgendwas sagen? Ja, wahrscheinlich, dass der nächste Boss um die Ecke ist. Ja. Ja, gut. Das heißt dann für uns nun, dass erstmal das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Da kommen wir nicht durch. Hier war nichts mehr. Nee. Ja gut, das heißt für mich, wieso ist denn hier so ein Pinselgegner? Was für einer war der hier nochmal? Ach ja, der. Gib mir doch einen Battleship. Die haben doch bestimmt. Oh mein Gott. Haben diese Gegner am Ende diese Tower Battleships? Dass die ganzen. Ja, die haben wahrscheinlich die ganzen Battleships aus dem ersten Mega Man Battle Network. Ja, toll, ne? Hm? Ja, okay. Dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Die nächsten Lizenzen. Und bevor es dann in der nächsten Folge den großen Moment gibt, hole ich mir den lieber gleich.
Na komm schon, sag's mir. Ach nee. Na gut, dann werden wir uns in der nächsten Folge mal erkundigen, wie wir an die Doppel-S-Lizenz kommen. Oh Freude. 20 Kämpfe oder sowas, keine Ahnung. Wir werden sehen. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim Anhang zu Mega Man Battle Network 2. Ich bin Xy. Bis dann, Leute. Ciao.